du alles hast, was du wolltest, denn ich bin verdammt müde. Es ist Clara. Sie ist... Vergiss sie. Du hast genug andere Sorgen. Ah! Sie ist tot. Oh, nein. Ach Gott, verdammt. Ich bin auf dem Rückweg. Zeit, die Sache zu beenden. Ich werde der Ruf gleich nochmal an, jetzt weil wir da sind. South Club zu unterhalten, aber er wurde nie deswegen angeklagt. Die Polizei sagt, Quinn sei nach einem Charity-Event in seinem 5-Sterne-Hotel in Malo an einem Herzinfarkt verstorben. Okay, wenn ich mich hier ein bisschen bediene. Ich dachte, damit wären wir quitt. Ja, klar, natürlich. Nimm, was du willst. Bald werde ich den Atem der Fixer im Nacken spüren. Ich habe gar nicht gewusst, dass Rose tot ist. Sie wäre besser untergetaucht. Es gibt keinen Beweis, dass Blum ihren Tod arrangierte. Ach, ey. Du weißt nicht, dass sie es nicht war. Weißt du, ich habe viel gesehen, das nicht aufgeht. Krumme Geschäfte, Wahlbetrug. Es braucht nur ein gutes PR-Team, um das alles zu vertuschen. Nach Roses Tod programmierten sie das. Und ich weiß echt nicht wie und warum, aber der Code ist gefährlich. Es geht um... Ich konnte nicht viel damit anfangen, ich habe nur Bell irgendwas verstanden. Bowler. Das wollte er also. Verbrenn diesen Code, Mann. Der Rest, naja, geht mich nichts an, was du damit machst. Weißt du was, Aiden? Das mit Clara tut mir leid. Mir auch. Ist alles scheiße, egal wie man das auch nennt. Pass auf, Aiden. Wenn die Lichter ausgehen, passieren schlimme Sachen. Wo in diesem Moment mehrere Blumenmanager zu einer Reihe Sex-Videos befragt werden, die sind wohl online gestellt. Obwohl das Gesicht der Polizisten auch immer noch online ist, obwohl die Polizei das ihre Dienstnummer erklären wollte. Schockierende Aufnahmen bringen Bürgermeister Rushmore mit dem Tod von Rose Washington in Verbindung. Die Frau war eine Angestellte von CTOS und gilt seit über einem Jahr als vermisst. Der Bürgermeister schweigt zu den Vorwürfen. Eine Stellungnahme aus dem Rathaus bezeichnete den Film als Fälschung, mit der die Hackergruppe DedSec den Bürgermeister bloßstellen will. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich weiß, dass Nikki sicher ist. Und du zahlst für Clara. Du hältst dich also für den Helden der Sache? Lies mal die Zeitung! Du terrorisierst die Stadt! Du mit deinem aufgeblasenen Scheiß! Dann komm halt! Komm und hol mich! Bring es zu Ende! Oh, aber eine Sache habe ich vergessen. Das wird dir gefallen. Ich habe das CTOS freigeschaltet. Vollständig. Ich bin im System. Und du wirst eine Schwung erleben. Ist der Heilige der Fakten.
T-Bone? Ich habe gerade auf meinen Zug gewartet, bis das Licht ausging. Ich garantiere, das ist nur der Anfang. Damien hat vollen Zugang. Nur über meine Leiche. Ich lasse mein CDUS-Baby nicht von so einem durchgeknallten kaputt machen. Es gibt eine Schwachstelle, die er nicht kennt. Geh dorthin und fahr es runter. Du solltest eine Spritztour schnell und sauber beenden. Ich rufe an, wenn ich drin bin. Schön, dass du zurück bist. Ich mach mich gern nützlich. Alter, ich bin dir jetzt nicht gleich vor dem Boden gewesen. Du hast letztes Mal getan. Scheiße, ich komme nicht durch die Firewall. Vielleicht hat T-Bone eine Idee. Scheiße. T-Bone? Er hat uns ausgesperrt. Ich muss ihn schnell ausschalten. Ah, ich habe eine Idee, aber beim letzten Mal sind Menschen gestorben. Wenn wir es nicht tun, sterben Menschen. Was ist es? Das gesamte Netzwerk ist mit einem Satelliten verbunden. Als Sicherheitsventil des CTOS. Ich habe einen ganz reizenden Virus. Wirklich böser Schweinehund. Du musst ihn von drei separaten Orten installieren. Was stellt ihr an? Er schaltet deinen Mann aus. Das ist sicher. Das kann hässlich werden. Du hast ja keine Ahnung, Amigo. Meld dich, wenn sie installiert sind. Wir machen alles das richtig. Gerade. Drei separate Orte. Toll. Wirklich gute Orte. Dachtest du wirklich, du könntest mich so leicht aufhalten? Enttäuschend! Ich hielt dich für viel klüger, aber nun sehe ich, dass du genauso bist wie alle anderen. Ah, Bestrafung durch Schweigen. Ich werde noch zu einem emotionalen Sarg. Wer weiß, was ich in dem Zustand tun werde. Komm, Aiden! Beeindrucke mich! Was wirst du jetzt tun? Bring mich in Stahlbrand! Los! Du bist doch besser! Damien manipuliert die Navigation. Er versucht mich zu bremsen. Konzentrier dich nur auf einen Ort. Scheiße. Scheiße. An alle Einheiten, CTOS-Scan erfolgt.
erfolgreich. Verdächtiger lokalisiert und markiert. Das nochmal ist an alle. Eine Hochleistungspatrouille ist auf dem Weg zu seinem Standort. Ich glaube, die Mission wird extrem schwer. Wir brauchen hier Priorität mit die US-Zugang.
ist das Tolle an Viren. Sie verbreiten sich unkontrolliert. Okay, noch ein Treffer und das war's für uns. Wir brechen ab. Notrufzentrale, worum handelt es sich? Können Sie die Polizei zu mir schicken? So Leute, ich glaube hier beenden wir diese Episode von dieser Scheißmission. Okay, ciao.